In diesem Video werde ich den sogenannten Sein-Sollen-Fehlschluss, auch Humes Gesetz genannt, anhand von praktischen Beispielen erklären. Falls du dich für philosophische Themen interessierst, lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Auf diese Weise verpasst du kein Video mehr. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Sein-Sollen-Fehlschluss. Betrachten wir einmal folgende Beispiele. Weil Äpfel gesund sind, sollst du sie essen. Das war schon immer so, also soll es auch so bleiben. In der Natur herrscht das Starke über den Schwachen, also soll es so sein. In diesen drei Beispielen liegt ein sogenannter Sein-Sollen-Fehlschluss vor. Warum dieser Fehlschluss vorliegt und wo das Problem damit ist, werde ich euch jetzt erklären. Zuerst schlage ich vor, dass wir diese drei Beispiele formalisieren, also in eine bestimmte logische Form bringen. Wir können den ersten Teil dieser drei Beispiele jeweils in die Form Q ist x bringen. Beim ersten Satz wären die Äpfel das Q und dieses Q hat eine bestimmte Eigenschaft und zwar x. Also Äpfel, Q sind x, gesund. Beim zweiten Beispiel wäre das Q das, was auch immer das ist. Und dieses das hat eine bestimmte Eigenschaft und zwar x, war schon immer so. Im dritten Beispiel wäre das Q, das Stärkere herrscht über den Schwachen, also man könnte sagen, das Recht des Stärkeren, das ist das Q. Und dieses Q hat die Eigenschaft x, existiert in der Natur oder kommt in der Natur vor. Kommen wir jetzt zum hinteren Teil der Beispiele. Diese Schlussfolgerungen, also sollst du sie essen, also soll es so bleiben oder also soll es so sein, können wir alle auf die Form Q ist gut bringen. Was Q dabei bedeutet, wissen wir schon und dieses ist gut ist ein Wertprädikat, was stellvertretend für alle Prädikate wie soll gegessen werden, ist tugendhaft und so weiter steht. Wir haben die drei Beispiele jetzt also folgendermaßen formalisiert. Q ist x, daraus folgt Q ist gut. Was direkt schon mal auffällt an Argumenten dieser Form ist, dass sie logisch ungültig sind. Aber was genau verstehen wir unter logischer Gültigkeit? Wir verstehen ein Argument dann als gültig, wenn es vernünftig ist, die Konklusion, also die Schlussfolgerung, für wahr zu halten, wenn die Prämissen, also die Annahmen, wahr sind. Das heißt, in einem logisch gültigen Argument besteht immer eine bestimmte Beziehung zwischen den Annahmen, also den Prämissen, und der Schlussfolgerung, also der Konklusion, die einen vernünftigerweise dazu zwingt, die Schlussfolgerung für wahr zu halten, wenn die Prämissen wahr sind. Ein Beispiel für so ein logisch gültiges Argument wäre Prämisse 1, alle Menschen müssen schlafen, Prämisse 2, Sokrates ist ein Mensch, Konklusion, also muss Sokrates schlafen. In diesem Beispiel ist es vernünftig, die Konklusion für wahr zu halten, wenn auch die Prämissen wahr sind. Also wenn alle Menschen schlafen müssen und auch Sokrates ein Mensch ist, dann folgt einfach daraus, dass Sokrates schlafen muss. Es kann natürlich sein, dass die Prämissen gar nicht stimmen, also es kann sein, dass Sokrates ein Alien ist oder so. Aber angenommen, die Prämissen sind wahr, dann muss auch diese Konklusion wahr sein. Dieses Beispiel kann man auch formalisieren und zwar mit Q ist x, also Q sind die Menschen und die müssen x schlafen. Sokrates ist ein Mensch, also Q ist ja der Mensch und S wäre dann Sokrates. Und daraus würde dann logisch folgen, S ist x. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Beispiel. Wir haben ja formalisiert, Q ist x und daraus folgt, Q ist gut. Und wir können jetzt sehen, dass aus der Prämisse Q ist x überhaupt nicht folgt, dass Q gut ist. Also angenommen, die Prämisse ist wahr, dann zwingt einen das überhaupt nicht dazu, vernünftigerweise auch die Konklusion für wahr zu halten. Wir können also festhalten, dass der Sein-Sollen-Fehlschluss logisch ungültig ist. Das Problem liegt darin, dass hier von einer deskriptiven Aussage auf eine normative Aussage geschlossen wird. Falls dir die Begriffe deskriptiv und normativ nichts sagen, kann ich sehr mein Video zu den wichtigen Grundbegriffen in der Ethik empfehlen. Wir können also festhalten, dass bei diesen Sein-Sollen-Fehlschlüssen immer von einer deskriptiven Aussage auf eine normative Aussage geschlossen wird oder man kann auch sagen, von einem Fakt wird auf eine Norm geschlossen oder von einer Feststellung auf eine Forderung, von einer Tatsachenbehauptung auf ein Werturteil oder eben von einem Sein auf ein Sollen. Das Verbot, unmittelbar von einem Sein auf ein Sollen zu schließen, ist auch als Humes Gesetz bekannt. Es ist jetzt aber noch wichtig, eine Sache anzumerken und es gibt noch ein sehr großes Problem. Und zwar ist es wichtig anzumerken, dass Sein-Sollen-Schlüsse inhaltlich nicht immer schlecht sein müssen. Beispielsweise ist es ja keine schlechte Empfehlung, Äpfel zu essen und es ist bestimmt auch richtig, dass manche Sachen so bleiben, wie sie sind. Das Einzige, was uns Humes Gesetz sagen soll, ist, dass dieser unmittelbare Schluss vom Sein auf Sollen erklärungsbedürftig ist, also für sich allein einfach nicht funktioniert. Bedeutet also, wenn wir vom Sein auf Sollen schließen wollen, müssen wir irgendwie noch eine Erklärung dazu geben. Eine Möglichkeit, eine solche Erklärung zu liefern, um den Sein-Sollen-Fehlschluss zu lösen, besteht darin, dass man das Argument um eine Annahme ergänzt. Und zwar könnte man beispielsweise sagen, Äpfel sind gesund, Q ist x, gesundes bedeutet gut, x bedeutet gut, und dann kann man darauf schließen, Q ist gut. Das ist zwar in der Form logisch gültig, man hat aber ein anderes Problem, und zwar hat man den naturalistischen Fehlschluss begangen. Was genau der naturalistische Fehlschluss ist, erkläre ich in diesem Video. Wenn du dich dafür interessierst, klick gern drauf und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like und einen Kommentar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit diesem Video.